Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter bei Ghost of Tsushima. Und zwar gibt es hier die zweite oder dritte Mission. Und da gehen wir jetzt hin und schauen, wie es jetzt weitergeht. Denn da vorne steht er schon. Wir sprechen jetzt mit dem Sakai. Und schauen mal. Sensei, was Neues über Tomoe? Ja, doch ob ihr schon bereit für sie seid? Ihr tut, als sei sie ein Dämon. Das ist nicht so abwegig. Tomoe ist furchtlos. Sie ist kein Samurai, aber eine geborene Mörderin. Die Art kenne ich. Nein, tut ihr nicht. Kommt! Wo wollen wir hin? Zu einem Bogenschießstand. Ein Anwohner hat dort Mongolen gesehen. Ich vermute, Tomoe war dabei. Wenn Tomoe wahrhaft furchtlos ist, wäre sie eine gute Verbündete. Ein hungriger Leopard ist auch furchtlos. Leoparden meistern euren Weg des Bogens nicht. Lasst gut sein, Sakai. Sie schließt sich uns nicht an. Warum ist sie übergelaufen? Ich riskierte es, all mein Wissen mit ihr zu teilen. Als sie mich hinterging, bestrafte ich sie. Das war gewiss hart. Ihr wisst, was sie den Gefangenen in Fort Nakayama antat. Das war kein Fehler. Das war ihre Absicht. Und das hat sie nicht zum ersten Mal getan. Wir wissen nicht, ob sie Schuld hatte. Ihr nicht. Ich schon. Okay, das heißt, da ist jetzt noch ein Schießstand. Und da sind anscheinend ein paar Gegner. Aber sollte das so sein, werden wir die einfach töten und werden es dann einnehmen. Also gar kein Problem in diesem Fall. Ihr müsst dort hinaufklettern. Schafft ihr es da hoch, Sensei? So, das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Worauf wartet ihr noch, Sakai? Hey, ich bin doch schon dran, nur langsam. Jetzt müssen wir da rechts rüber, würde ich sagen. Jawohl. Und zack. Voll krass. Ah, da ist das Ziel. Braucht ihr Hilfe, Sensei? Ja, nein, doch. Der ist gar nicht mehr da. Der steht schon da, oder was? Nee, das kann nicht sein. Doch, der steht schon da. Hä? Nicht schlecht, Sakai. Das kann ja nicht sein. Ihr meintet, man könne nur hochklettern. Nein, ich sagte, ihr müsst klettern. Ist eine gute Übung. Pfeile, mongolische und japanische. Falls sie hier waren, sind sie längst weg. Vielleicht finden wir ihre Spur bei der Zielscheibe. Hier ist kein Ziel. Bei diesem Wachturm. Nicht schlecht, Sensei. Findet raus, wo sie hin sind. Aber bis jetzt sehe ich da drüben noch keine Gegner. Nein. Bewegung, Sakai. Ich gehe jetzt da nochmal hoch. Ich brauche jetzt erst nochmal. Gibt es da Pfeile? Ah ja, Pfeile voll. Okay, gut. Ich habe halt vorher bloß die Pfeile gesehen. Da habe ich gedacht, ich kann es nochmal auffüllen. Aber wenn meine Pfeile voll sind, ist das ja auch gar kein Problem. So, bis jetzt sieht das alles noch gut aus hier. Komplett ruhig. Wie viele Mongolen sieht Tomoe aus? Ein abgetrennter Kopf. Ihre Zielscheibe. Sensei! Mongol! Oh. Da kommen sie. Kein Problem. Ich mach das kurz. Ja, so mach ich das kurz. Und dann... Ah, dann lässt der mich nicht. Okay. Zack. So, du bist jetzt tot. Zack, dich kriege ich auch tot, das ist gar kein Problem. Bloß weil du nicht auf meiner Höhe bist, kriegen wir das trotzdem hin. Schnell Heiler. Ich muss den einfach mal ausschalten können mit dem Bogen. Der ist jetzt tot. So, du. Zack. Oh, sehr gut. Sensei, ich bräuchte Hilfe.
Zack. Oh, den habe ich jetzt auch sehr gut getroffen. Jetzt ist bloß noch der eine, oder? Weiß bloß noch, ich glaube Pfeile. Keine Ahnung. Ich bekomme mich auch so tot. Klar, ich habe jetzt wenig gelitten, aber... Dich mal noch fertig. So. Jetzt gucke ich mal. Gibt es hier noch was zum Mitnehmen, Holen? Das ist nämlich immer ganz wichtig, man weiß ja nie, was da so rumliegt. Auf einmal liegt da was Gebrauchbares rum und man hat es einfach Liegeklasse, weil man nicht geschaut hat, das wäre natürlich blöd. Jetzt gehen wir da noch kurz unter rein. Ah, Pfeil, Pfeil. Nochmal Pfeile. Super. Würde ich sagen, reden wir mal mit ihm. Schont ihr den Bogenarm, Sensei? Ich wollte sehen, wie gut ihr reagiert. Ihr wusstet, dass die Mongolen noch hier sind? Ja. Und ihr habt nichts gesagt? Ein paar Mongolen überfordern euch. Und ihr wollt es mit Tomoe aufnehmen? Das ist ein Krieg, kein Test. Und wie viele Kriege habt ihr gekämpft? Ich teste euch, wie es mir beliebt. Kein Wunder, dass Tomoe euch angriff. Nun gut. Wo ist sie hin, Sakai? Ich sehe mich um. Viele Spuren. Ein Dutzend Männer. Vielleicht mehr. Folgt der Spur. So, das heißt, wir müssen jetzt den Schritte folgen. Wenn wir sie fassen, wartet nicht auf mich. Greift an und zieht weiter. Sonst seid ihr tot. Wollt ihr diesmal euren Bogen benutzen? Wenn wir sie finden. Und wenn nicht? Könnt ihr allein ein Dutzend Soldaten besiegen? Wenn's sein muss. Gute Antwort. Man macht es möglich, auf jeden Fall. Das sind die ganzen Spuren als vorher, da wo der Kampf gerade war, wo er mich auf die Probe gestellt hat. Da waren die Fußspuren noch nicht am Anfang, würde ich sagen. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr sicher. Und jetzt... Ne, die führen hier runter. Jetzt pass auf, die führen hier runter. Und da sehe ich auch schon Leute da unter. Seht euch das an. Sie üben, was Tomoe sie gelehrt hat. Mord an Unschuldigen. Okay, die haben eine Geißel da hinten. Die muss überleben. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal kurz das Feld aufräumen. Zack. Jetzt schnell, schnell, schnell. Jawohl, der ist schon mal tot. Sehr gut. Ah, jetzt der war wieder viel zu weit weiter oben. Den habe ich schon mal sehr gut getroffen. Und das aus weiter Entfernung. Aber ich habe jetzt keinen Pfeil mehr. Vorräte. So, also Attacke, würde ich sagen, oder? So, was ist mit dem? Was ist mit dem? Weil der rennt mir so schnell. Ich treffe den auch nicht, ich bin jetzt doof. So, dich töte ich. Ah, den muss ich gleich töten, sonst... So. Dass die Geißel nämlich überlebt. So. Zack. Anführer getötet. Töte und beobachte weitere Anführer. Jetzt brauche ich da bloß noch einer. Okay, dann kann ich ihm was freischalten. Und du? Du kommst auch noch her. Zack. Ah, da steht nochmal einer mit dem Pfeil und Bogen. Jetzt kommst du her. So. Ich glaube, das waren alle. Pfeil nehme ich gleich mit. Ich gucke noch kurz im Gebäude nach. Ja, aber da sieht es auch ruhig aus. Ja, da raus wollte ich nicht. Das war jetzt ein Fehler. So. Ja, mitnehmen kann ich hier auch nichts. Nee. Was gibt's hier unter? Ah, hier unten bin ich bloß unterm Haus. Na gut, nicht so spannend. Hier gibt's meistens bloß Mäuse oder so. Dann tun wir die mal befreien. War da eine Japanerin bei diesen Mongolen? Ich konnte es nicht glauben. Sie gab ihnen Befehle. Was hat sie gesagt?
etwas über den Sensei und die heißen Quellen. Mehr habe ich nicht gehört. Verzeiht mir. Ich lehrte ein Monster, wie man jagt. Sie hörten, wie Tomoe den Mongolen Befehle gab. Sie erwähnte das Hiyoshi-Heilbad. Sie fängt gerade erst an. Sakai, eure Art zu kämpfen ist nicht der Stil eures Onkels und nicht meiner. Wir hatten noch nie einen Feind wie diesen. Ich tue, was ich muss, um zu siegen. Ein Samurai ist ein Wächter. Kein Mörder, der herumspringt wie ein Dieb. Ihr habt Komoda nicht gesehen. Ich habe genug gesehen. Ich weiß, es war brutal, aber ich trainiere nicht noch ein Monster. Ich weiß, das wird nicht passieren. Wenn Tomoe das Hiyoshi-Heilbad will, muss ich mich vorbereiten. Und ihr auch. Ich sehe euch in meinem Dojo.